So, dann testen wir doch mal, ob unsere Mikrofone scharf gestellt sind. Vor allem sehe ich, unser Stand, der füllt sich so langsam. Immer mehr Kameras sind am Start. Handys natürlich auch, Smartphones schon parat. Filmst du oder fotografierst du? Du filmst sogar. Okay, da muss ich aufpassen, dass ich ja auch nichts Falsches sage. Auf jeden Fall schon mal ein Riesenhallo und schön, dass ihr hier seid auf der Essen Motor Show 2022 und vor allem, dass ihr natürlich hier bei Recaro Automotive auf dem Stand vorbeigekommen seid. Wir haben es ja ein bisschen angetriggert. Wir haben wieder besondere Gäste und das Schöne ist, einmal wieder ein kleines Familientreffen. Jedes Jahr treffen wir uns hier wieder auf der Essen Motor Show, denn hier kommt ja irgendwie so alles zusammen, was zusammengehört. Und da ist es auch völlig egal, ob man sich jetzt irgendwie Performance-Fan oder Petrolhead nennt. Ich glaube, wir alle lieben Autos. Ich glaube, wir sind alle fasziniert von Technik und aufregende Autos sehen wir sowieso. Und hier natürlich auch das, was in diese spannenden, aufregenden Autos einfach reingehört, nämlich auch die passenden Sitze. Und das ist ganz klar unser Thema. Also damit nochmal herzlich willkommen hier bei Recaro Automotive. Und da frage ich doch gleich mal so in die Runde, wie seid ihr drauf? Seid ihr ein bisschen bereit? Ich habe ein paar spezielle Gäste hier schon eingeladen. Da wollen wir ein bisschen was von euch hören. Ja, ist ja okay. Ah, oh, stark hier, stark links die Ecke. Das hätten wir Deutschen gestern beim Fußball auch gebracht. So viel Enthusiasmus. Auf jeden Fall sage ich natürlich auch herzlich willkommen an alle unsere User zu Hause, die bei Facebook, bei Instagram und welchen sozialen Netzwerken auch noch bei uns dabei sind. Schade, dass ihr nicht live hier auf der Messe seid, aber cool, dass ihr hier eben bei uns im Stream mit dabei seid. Und da sage ich jetzt mal, der Applaus muss jetzt noch ein bisschen fetter werden, natürlich für unsere Special Guests. Und ich hole sie mal alle zusammen. Und zwar allen voran natürlich Uli Severin, dazu Timo Bernhard, dazu Jean-Pierre Krämer und dazu Philipp Kess. Ja, mal einen riesen Applaus. Ja, sensational. Und ich muss natürlich schon mal sagen, also den einen oder anderen, ja logisch, den brauche ich gar nicht vorstellen. Ich mache es aber trotzdem mal, komm. Also weil vielleicht Uli dich kennt, vielleicht noch nicht alle. Und ich habe extra den Titel mir aufgeschrieben. Managing Director von Recaro Automotive und Vice President Europe. Den Titel kriegt man, wenn man ordentlich was gelernt hat, oder? Vielen Dank. Die Ankündigung hätte schöner nicht sein können. Aber so viel ist da gar nicht, so viel muss man dafür gar nicht machen. Den gibt es letztendlich for free. Danach fängt die Arbeit dann aber an. Ja, richtig gut gearbeitet hat auch zum Beispiel dieser junge Mann hier links außen von meiner Seite, Timo Bernhard, fünffacher Rekordsieger, 24 Stunden Nürburgring. Ich meine, da drüben ist der Nürburgring stand, also die Heimat ruft quasi wieder. Zweifacher Le Mans-Sieger, zweifacher Weltmeister in der Sportwagenmeisterschaft. Komm mal, Riesenapplaus. So, Timo ist bei uns. Eigentlich alles gewonnen, einer der erfolgreichsten Sportwagen-Rennfahrer, ich glaube, das war eine Glühbirne, oder? Hier, guck, der erste Strahler ist von deinem Glanz schon erloschen. Schau es dir an. Vielen Dank, das ist nur wegen deinem Hintergrund perfekt. Und Jean-Pierre, du brauchst gar nicht so schüchtern. Nein, komm mal nach vorne, weil du bist überhaupt nicht so schüchtern und die Leute wollen dich alle sehen. Schau, die Handys hier, die Smartphones, die Kameras sind auf dich gerichtet. Was darf ich denn bei dir alles sagen? Hier Chef sowieso von JP Performance, Moderator, Content Creator, PS, Influencer, hast einen eigenen Messeauftritt. Hier ist schon geil, ne? Heute bist du drauf, ne? Schon, oder? Auf Strom bist du raus. Ja, ich bin auf Strom, weil ich darf ja bei Recaro Automotive auch zu Gast sein. Ja. Und vor allem mit euch macht das auch immer riesig Spaß. Allerdings muss ich gestehen, wer mir ja ein bisschen gefolgt ist bei meiner Anmoderation, Philipp Kess, ne? Also ich meine, dein Buddy, Content Creator, ne? Hat so einen riesen Online-Shop, PS-Influencer, aber Philipp fehlt mir. Und da muss ich mal Romy, wo ist denn unsere liebe Romy Dosa? Genau, könntest du ihn mal bitte anrufen? Weil also Jean-Pierre war ja schon on point um 13 Uhr hier. Aber Philipp haben wir noch so ein bisschen verloren. Aber den werden wir dann vielleicht gleich... Leiser, komm! What? Ah, der Philipp, der will einen extra Applaus hier, einen extra Auftritt. Stark! Hör mal, du Socken! Was für ein extra Auftritt. Sehr cool. Cooles Outfit, extra Auftritt hier. Also, du bist ein bisschen spät, ne? Ja, ich war noch. Du hast auch ein extra bekommen, du hast ein eigenes Mikrofon. So viel Zeit muss sein. Nee, ich war noch verhindert, ich musste nebenan noch eine Runde Kaffee.
Du musst es nehmen. Okay, hast du wenigstens eine Bestzeit gesetzt, oder? Ja, in dem Fall geht es ja da gar nicht um die Zeit, sondern es ist ja wenig gerade zu irgendeinem Spaß. Ah, okay, okay. Also auch du hattest Spaß. Ja, Spaß hat es gemacht. Dir scheint auch schon ein bisschen warm zu sein. Du hast irgendwie in deinem ganz speziellen Outfit auch schon oben mal alles geöffnet. Das Schöne ist ja einfach, es ist, ich habe eben schon mal angedeutet, es ist so ein bisschen Familientreffen. Ihr wart ja letztes Jahr auch beide da. Ihr seid sowieso Good Buddies. Uli, verrat uns mal, du hast die wieder Special Guests hier eingeladen. Vor allem aber auch, was erhofft ihr euch hier auf der Messe und was bietet ihr euren Fans? Also für uns ist die Messe hier, also für mich speziell auch ein Heimspiel. Für Recaro selbst ist das einfach gegeben. Wir müssen auf dieser Messe sein. Wir wollen in den Dialog mit euch treten. Wir wollen die Begeisterung der Fans spüren. Wir geben euch die Produkte, die euch in euren schnellen Autos auch tatsächlich an Ort und Stelle halten, sodass ihr euch nicht am Lenkrad festkrallen müsst. Und wir sind ganz begeistert, dass ihr alle da seid. Wir haben euer Feedback aufgenommen. Das spornt uns jederzeit an zu neuen Benchmarks. Performance ist Teil des Recaro Markenkerns, Performance, Qualität, Sicherheit. Und da haben wir heute für euch einige ganz tolle Produkte mitgebracht. Also wir werden hier die Weltpremiere nachher haben des neuen Sportsitzes, dann eine Variante der Schale. Wir haben hier die Kooperation mit unseren Autotunern MTM und dann hier mit Crema Racing, die wir euch präsentieren werden. Da wird es auch Produkte geben, die speziell auf diese Zusammenarbeit abgestimmt sind. Dann Philipp hat schon den Rennoverall an von Stand 21. Es gibt ein paar Produkte. Du verrätst ja schon wieder alles am Anfang. Hör mal, wir packen noch eins nach dem nächsten aus. Okay, Eva, ich bin nicht. Nein, aber um Gottes Willen. Aber ich meine, wenn ich ja hier so ein bisschen auch neben sogar so einem historischen Stückchen hier so einen ganz besonderen Sitz stehen darf, ich meine, gerade für euch Tradition im nächsten Jahr feiert ihr ein ganz besonderes Jubiläum. Genau. Danke dafür, für das Stichwort. Also wir feiern nächstes Jahr, ist 60 Jahre Recaro Geburtstag tatsächlich, 2023, weil das geht zurück auf 1963. Da ist zum ersten Mal der Markenname Recaro aufgetaucht. Also gehen ein bisschen weiter zurück. Wilhelm Reuter hat 1906 die Reuter Karosseriewerke gegründet und hat dann, wie es früher üblich war in der Zeit, da haben nämlich viele OEMs tatsächlich nur Fahrgestelle gebaut und Motoren. Und dann gab es Karossiers, die haben die Karosserie drum gebaut. Und dazu, so einer war auch der Wilhelm Reuter. Und der hat das in Stuttgart in der Augustenstraße gemacht, hat auch Interior, also auch Innenausstattung gemacht. Und hat dann Mitte der 50er circa auf dem Werksgelände von Porsche in Zuffenhausen die Fertigung des 356er Porsche gemacht. Also die ersten Porsche 356, die sind tatsächlich Reuter-Karosserien. Fahrzeuge. Und dann hat Porsche sich entschieden, 1963 tatsächlich die Karosseriefertigung von Reuter zu kaufen. Und seitdem heißt die Firma Reuter Karosserie, also aus den beiden Worten zusammengesetzt, Recaro. Und seitdem konzentrieren wir uns auf Sitze. Und das hier, das ist der erste Sportsitz 1965. Das ist also der erste Sitz, der sportlich ausgeformt war, der Seitenwagen im Sitzbereich und in der Lehne hatte und der im Gegensatz zu den Sprungfedern, die im 356 verbaut waren, den Leuten tatsächlich schnellere Rundenzeiten ermöglicht hat. Ne? Und ihr drei, also Timo und Jean-Pierre und Philipp, ihr könnt davon ein Lied singen, wie gut das ist. Ja, und was ich auch noch schön zu erwähnen finde, ist, dass dieses alte Karosseriewerk auch noch steht. Und jedes Mal, wenn ich in Stuttgart bin, finde ich es ganz schön zu sehen, dass Porsche wirklich drumherum wächst und sehr modern wird. Das neue Elektrowerk steht dahinter. Und dann siehst du diesen alten Bau, der zwischen all diesen modernen Gebäuden steht und so wenig Menschen wissen das. Und wenn man wirklich sich die Geschichte anguckt, dass die ersten 356 wirklich von Reuter Karosserie gebaut worden sind, was jetzt Recaro ist und dieses Gebäude noch da steht, muss ich wirklich jedes Mal so ein bisschen schmunzeln, weil wenn man einen Zeitraffer hätte, man würde dieses Gebäude einzeln sehen, aber ich kenne auch Fotos, wie das Gebäude da auf einer Wiese so steht und die Straße dran vorbeigeht und dann wächst dieses Monstrum drumherum und das sind jetzt Elektrofahrzeuge, die gebaut werden. Das ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte.
Und das Schöne ist ja auch, mich interessiert, ich meine, Timo, wenn einer ja auch Stuttgart aus dem FF kennt, dann natürlich auch du. Mich würde schon mal interessieren, deine allererste Erinnerung oder Begegnung ist gerade auch mit Recaro. Ich meine, du als Rennfahrer gab es da wahrscheinlich einen Zeitpunkt. Ja, absolut. Also die Enthüllung aus der 63 habe ich nicht mitbekommen, ganz knapp verpasst. Da warst du noch nicht mal geplant, glaube ich. Also. Nee, das kann man mit Recht behaupten, ja. Aber in der Tat, also ich bin vom Kart mit Formel Ford damals aufgestiegen und da war gutes Sitzen, war damals so, ja, semi-optimal. Das hat man nicht so gekannt in den jungen Jahren. Und hatte damals meinen ersten Berührungspunkt mit Recaro bei der UPS Porsche Junior Sichtung aus der 99 als 17-Jähriger in der Pro Racer Schale, damals im 996 GT3 Cup. Und das war so ein Eye-Opener, weil da wusste ich, dass Komfort im Rennsport doch möglich ist und dass man trotzdem Seitenhalt hat. Und das hat mich immer noch dann geflasht und verfolgt, bis ich glaube, ja, die nächsten fast 10 Jahre bin ich eine Pro-Racer-Schale gefahren, auch damals im berühmten Mannheim Porsche, da war auch eine Pro-Racer-Schale drin und habe mehrfach die 24 Stunden vom Nürburgring, wie du schon erwähnt hast, gewonnen. Und ich glaube, der Sitz wäre heute noch vom reinen Sitzen her wieder immer noch top modern. Natürlich, die Crash-Anforderungen haben sich verändert, aber damals war das schon weit Zeit voraus. Seitdem bist du auch so verwöhnt, ne? Vom guten Sitzen zu Rennfahrer. Kommen wir gleich nochmal drauf. Das ist ein schwieriges Thema. Da kann man noch die ein oder andere Anekdote noch besprechen. Beifahrer sind Rennfahrer ja auch immer nicht unbedingt die allerbesten. Aber jetzt würde mich bei euch mal interessieren, JP oder Philipp, wann waren eure allerersten Berührungspunkte? Also meine ersten Berührungspunkte waren relativ einfach. Ich habe damals relativ viele A4, S4s immer mal gekauft, geschlachtet, zerlegt und das Geld verdient. Und da war es tatsächlich so, wenn Recaros drin war, war das Auto gleich immer wertvoll. Und da gab es richtig Geld für. Aber dann sind die wahrscheinlich auch richtig rangenommen worden, die Autos, oder? Ja, das war ja mehr drin. Das war ja mehr so ein Cruiser. Achso, natürlich. Aber sie waren schon deutlich, deutlich besser als der normale Sitz, der drin ist. Also ich habe schon gewusst, warum es der Sportsitz war. Aber er war auch tonne schwer damals noch, dass man dort zu. Also jedes Mal, wenn ich es ausgebaut habe, war immer. Da hat sich ja auch eine ganze Menge getan. Wann deine erste Berührung mit Recaro? Das war wirklich mit 18, wo ich bei Porsche dann in der Ausbildung war. Und erstmal hatte ich das Glück, sehr jung in Sportwagen drin zu sitzen. Und dann waren das halt aber normale Sportsitze. Dann war da eine 996 GT2 und der hat halt Recaro Pole Position drin. Und das Gefühl, wo ich dann darüber kletterte, das ist wirklich extrem, weil man kennt das ja so nicht. Du merkst so, okay, was? Und dann macht das dieses Wupp. Und alle sagen dir, das ist unbequem. Und ich sitze drin und denke mir so, nee, das ist eigentlich sogar bequem, ja. Und wirklich von dem Tag an, das war 98, 99, 2000 war das, wo dann wirklich dieser Pole Position Sitz für mich seitdem so im Kopf geblieben ist, dass es einfach dieser Sitz ist. Und seitdem liebe ich auch die Velour-Sitze vor den Ledersitzen, muss ich wirklich sagen. Ich bin da so ein ganz starker Nicht-Lederschalen-Sitzfreund. Auch wieder ganz spannend. Aber man sitzt halt auch noch mal bequemer einfach drin. Ja. Alleine, weil es so weich ist und man haftet so einfach dran. Ach so, und man will gar nicht mehr raus. Ich meine, meine erste Beziehung, ich meine, da kenne ich ja auch Romy, die versteckt sich immer so gerne, genau. Also 2002 war ja auch mein erstes Rennauto, damals noch Alpha Cup, oh mein Gott. Aber was war drin? Recaro-Sitze. Also ich bin auch seitdem ziemlich verwöhnt, was das angeht. Schöne Geschichten, oder Uli? Schon ja, lange. Absolut. Absolut. Und das Thema Leder oder Leder versus Bernhard Velour oder irgendwelche anderen Stoffe ist immer wieder ein spannendes Thema. Für den Rennfahrer natürlich klar, da ist die zusätzliche Haftung entscheidend. Für die Luxusfahrer, sag ich mal, oder die Sportlichen auf der Straße, die legen dann schon mal Wert auf Leder. Und jetzt kommt eben verstärkt hinzu dieses Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also weil wenn ich mich vermehrt vegetarisch oder vegan ernähren will, dann darf ich vielleicht auch nicht mehr oder möchte ich nicht mehr auf Ledersitzen sitzen. Und insofern wird das, wenn alternative Materialien die gleiche Qualitäten abbilden, also gleiche Eigenschaften haben, mehr und mehr in Automobilbau eben reinkommen. Und wo wir jetzt noch unsere Gäste hier schon so auf die Folter gespannt haben, du hast am Anfang erwähnt, wir haben ja zwei Weltpremiere und da würde ich jetzt ganz gerne vielleicht mal Jean-Pierre, Philipp vielleicht da, wo wir haben es extra mit einer 1 gekennzeichnet. Nein, du gehst nicht zu 2 genommen. Zu 2. Wir haben es einfach gemacht, denn wir wollen jetzt ganz besonders diese beiden Sitze hier enthüllen, ganz feierlich. Vielleicht haben wir fast so ein bisschen Applaus dann darunter. Dann reagieren die Jungs auch. Genau, Weltpremiere! Philipp, JP, waltet eures Amtes. Los geht's! Hey! Aha! Echt? Der Recaro Sport 10, seht ihr hier?
in zwei verschiedenen Ausführungen, zwei verschiedenen Trim-Styles. Absolut geiler Sitz, wird es in mehreren Ausführungen geben. Dieser Sitz vereint, da lösen wir den Konflikt zwischen Performance und Komfort letztendlich aus. Das drückt sich im Namen aus, Sport C, C für Komfort. Und ich könnte jetzt näher auf die Komfortfunktion eingehen, Eva, oder wollen wir das hinten anstellen? Ich erinnere mich gerade, du hast mir den mal gezeigt vor längerer Zeit. Genau. Jetzt ist er wahr. Nee, und ich muss sogar wirklich gerade sagen, ich wusste nicht, was ich gerade enthülle. Und ich freue mich gerade selbst sehr, weil ich wusste nicht, wann der kommt. Und das ist dieses Jahr, das ist eigentlich ganz geil. Du kommst ja so selten, Jean-Pierre. Möchtest du mal Platz nehmen vielleicht? Du darfst ja auch mach ich auch. Yes. Aber Yves, eigentlich ist da so ein Damensitz auch nicht. Ach, ehrlich? Ja, dann, ja, ist das. Dann nehme ich, du vielleicht zu meiner Linken oder so. Dann. Ganz toll. Ja. So, und jetzt, wenn ihr jetzt seht, Jean-Pierre, du könntest jetzt die Sitzkissentiefe verstellen, indem du da vorne zwischen deine Beine manuell reingreifst. So, ja, das macht besser auch, genau. So, und dann gibt es natürlich, das ist der erste und einzige 8-Wege elektrische Sitz für den Aftermarkt. Und der wird auch jetzt ganz, wir sind dabei, den auch gerade für den OEM-Bereich zu launchen. Schaut euch Light hier an demnächst, hier haben wir unsere Sitze, da sieht dann natürlich ein bisschen anders aus. Also 8 Wege elektrisch vor, zurück, rauf, runter, Lehne, Lordose. Und also ich habe schon die bequemste Einstellung. Ja, das ist super. Besonders ein bisschen steil. Das passt zu dir. So kann ich arbeiten. Also das ist besonders, wenn du autonom fahren willst, ist das, glaube ich, die optimale Haltung. Ne? Noch nicht. Aber nee. Für die Ausschreibe ist das nichts. Timo, siehst du, da kommt schon gleich wieder der Experte. Ich muss natürlich genau gerade sitzen. Aber das ist auch ein richtiges Thema. Wir werden diesen Sitz deutlich weiterentwickeln. Das wird dahin gehen, bis dahin, dass ihr euch im Crashfall automatisch in die richtige crash-sichere Position aufrichtet. Ihr fahrt mit Recaro-Sitzen immer am sichersten. Dieser Sitz geht nämlich über die Anforderungen, die der OEM an so einen Sitz stellt, die Gesetze an so einen Sitz stellen, deutlich hinaus. Und zwar insbesondere einen Crashtest kann man hier anmerken. Das ist dieser Schutz vor Ladung. Das wäre so, als wenn ihr auf dem Rücksitz euren Koffer oder eine Kiste Bier oder was geparkt hättet und ihr baut dann einen Unfall, die kommt angeschossen, geht gegen die Lehne und dieser Sitz wird euer Leben retten. Und deswegen ist es wichtig, original Recaro-Sitze zu kaufen. Wir werden den in Richtung Sommer sogar mit Airbag launchen. Dieser hat noch keinen Airbag, aber wird dann auch einen Airbag haben und ist damit dann auch einsetzbar für Fahrzeuge, die standardmäßig einen Seiten-Airbag haben. Da kannst du uns aber mal verraten, wo dann dieser Airbag sitzt vielleicht. Ja, der Airbag sitzt, also das ist jetzt ein linker Sitz, also ja. Würde der hier, also ein Fahrersitz, würde der in dieser Seitenfange drin sitzen und beim Beifahrersitz natürlich entsprechend auf der anderen Seite. Uli, wie ist das mit Thema Farben? Kann man sich das alles hier frei konfigurieren und auswählen? Für das? Dich machen wir das. Nein, weil das sieht so spacig aus, finde ich. Ja, das erste Mal, als ich mit Recaro in Berührung kam und diese Farbkombination gesehen habe, dachte ich, das ist total geil. Aber ich gebe dir recht, ist auch ein bisschen polarisierend vielleicht. Passt nicht zu jedem Auto. Wir werden verschiedene Farbvarianten im Einsatz haben. Unter anderem wird es auch schwarz-rot geben. Es wird den auch in ganz schwarz im Leder geben. Dieses Trim-Pattern werden wir beibehalten. Das ist wiedererkennbar. Und ansonsten natürlich auch diese Farbkombination. Das ist Alcantara oder Dynamica, sagen wir. Und dann haben wir hier die gelochten Einsätze hier, die später dann, das deutet darauf hin, dass es den später auch mit Sitzbelüftung geben wird. Also Heizung ist schon Standard drin und wir werden den weiter ausstatten. Und weitere Farbkombinationen sind je nach Nachfrage letztendlich auch denkbar. Was wäre dein Wunsch, weil du bist ja schon jetzt gerade nah rangegangen, sehr interessiert. Was wäre so deine Kombi? Ja, das ist leider immer so ein bisschen autoabhängig. Also tendenziell bin ich schon eher so der schlichtere Typ. Also ich würde ihn tatsächlich ganz schwarz nehmen, wahrscheinlich. Wobei ich dieses Loch hier auch extrem cool finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sonst halt immer, klar, wenn es verschiedene Farben gibt, kann man sich halt so richtig aussprechen. Und da hinten ist ja der Experte für Farben. Welche Farbe würdest du dir wählen? Ich war gerade am Träumen. Mit Timo und ich waren gerade. Ja, nochmal bitte? Ach so, verstehe. Das ist dann immer so, wenn du zwei Experten dann irgendwie an der Seite so ein bisschen kurz stehen lässt, weißt du, dann kommen die schon wieder ins Quatschen. Welche Farbkombi wäre so dein Träumchen, wenn du weiter träumen möchtest? In welchem Auto? Ah, jetzt, das ist genau wie bei dir. Genau, das ist total habe ich eine Gegenfrage direkt. Weil, pass auf. Ja? Welche Schuhfarbe ist am schönsten? Ja.
Ja, heute finde ich die Kombi ganz geil. Also wegen der Hose. Ja. Und wegen der Jacke. Ja, stimmt. Gleiche mit dem Auto. Passend. Du bist ja schon fast wie eine Frau, ne? Auch mit der Handtasche immer Schüchen müssen passen. So, Timo, du kommst jetzt auch nochmal ans Arbeiten, weil ich weiß, das ist nicht ganz deine Marke. Gehört zwar zum Konzern, aber vielleicht, da haben wir innen drin ja auch was verbaut, Uli. Genau. Vielleicht möchtest du mal enthüllen, lieber Timo. Absolut, ja. Übrigens, die Zahl, die draußen dran steht, sind die PS. Ne? Also das Ding ist schon relativ zügig unterwegs. So, jetzt. Ready? You're ready. Ready. Enthüll mal. Oh. Yeah. Ah, die Farbkombi haben wir da drin. So. Tada. Dein Eindruck. Ja, passt sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, das ist der erste voll elektrische Aftermarket-Sportsitz. Wir haben ja vorher über Sitzen gesprochen, bei sportlich ambitionierten Fahrern oder Rennfahrern ganz speziell. Und dieser Sitz kann da Abhilfe schaffen, weil man kann hier fast alles verstellen. Neigung, Lordose, natürlich vor und zurück, die Lehne, klar standardmäßig, sodass man auf langen Strecken dann auch den Rennfahrer zufriedenstellen kann, dass er seine optimale Position findet. Du bist ja auch ein bisschen verwöhnt. Bisschen selbstkritisch, genau. Ja, weil später kam bei dir ja bei den Sportwagen, ne, da kann man ja leider nicht so easy einen Recaro-Sitz einbauen. Da gab es aber dann die extra gegossenen, genau an deinen Formen. Da durften dann keine 500 Gramm zugenommen werden oder so. Aber da bist du ja schon sehr verwöhnt. Ne? Genau, richtig, ja. Und vor allen Dingen für die Langstrecken in der Le Mans und Nürburgring muss man perfekt sitzen, sonst kriegt man schnell dann Probleme. Und hier aber trotzdem, ich erwische mich da immer mehr und haben Philipp und ich gerade vorher darüber gesprochen, wenn man in ein neues Auto einsteigt, das Erste, was man macht, instinktiv, man greift zum Sitz und versucht seine optimale Sitzposition zu finden, Lenkrad einzustellen, dass man so einen Wohlfühlfaktor hat. Da tappe ich mich immer dabei. Philipp hat das bestätigt, dass bei ihm genauso ist. Also hier hat man mannigfache Möglichkeiten, das zu lösen, einzustellen. Und es gibt, würde ich jetzt sagen, wenn ich auf langen Autobahnfahrten unterwegs bin, gibt mir das einfach Komfort. Aber trotzdem kann ich zügig auf der Nordschleife eine Runde fahren und fühle mich trotzdem gut aufgehoben mit dem nötigen Seitenhalt. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt auch so Momente, wo man sich ein Auto leiht, oder einen Kumpel oder so, und dann den Sitz mit Absicht nicht einstellt, weil man Angst hat, den Sitz zu verstellen von ihm. So, und dann sitzt er irgendwie so in der Kiste drin und fährst quer. Ich habe das Gefühl, dass alle meine Mitarbeiter das extra machen. Sie verstellen meinen Sitz, sie verstellen das Lenkrad und noch ein Running Gag bei unserer Firma ist, sie löschen immer aus allen Multimedia-Geräten mein Handy. Das klingt unheimlich lustig. Ich war öfter im Mietwagen, ne? Und dann da ist das so, ich sage immer, die Autos heutzutage sind ja alles keine Fluchtautos mehr. Wenn du da einsteigst, musst du erstmal Fahrprofil anlegen, bevor du überhaupt losfahren kannst. Um nochmal eins ganz kurz, weil du möchtest ja auch was verkaufen. Wir haben ja auch ganz tolle Recaro-Mitarbeiter hier am Stand, die freuen sich. Also wenn ihr Fragen habt, Vorbestellung und, ab wann gibt es den Sitz? Den könnt ihr ab Januar bestellen, circa. Wir sind jetzt in der Hochlaufphase, ab Januar 23 kann man den, also wir nehmen auch schon Formel kommen an und dann wird er langsam ausgeliefert. Ich muss noch ein technisches Merkmal herausstellen, weil das ist nicht zu unterschätzen. Dieser Sitz, der gibt euch den Raum im batterieelektrischen Fahrzeug zurück. Denn was haben wir heutzutage in den batterieelektrischen Fahrzeugen? Ihr sitzt eigentlich tendenziell zu hoch, um sportlich zu fahren. Es sei denn, es ist ein SUV oder sowas. Und deswegen haben wir den speziell so designt, dass er ein extrem niedriges Blockmaß hat und wir den Batterieraum euch zurückgeben und ihr dann eben nicht. Da könnt ihr auch mit Hut fahren wahrscheinlich. Das testen wir mal, genau. Du setzt dich ja auch schon mal rein, ob das mit dem Hut geht. Also, die Infos haben wir. Echte Weltpremiere hier mit dem Sport C. Also, wenn ihr nachher Lust habt, setzt euch rein. Wenn ihr Fragen habt und, gibt es alles hier bei uns natürlich am Infocounter. Und Uli, jetzt wissen wir natürlich, wo wir hier diesen tollen Sport C sehen. Ich meine, ihr habt ja auch noch einen tollen Sitz. Also, Yves, dir kann man wirklich nichts verheimlichen. Nö. Ja, weil ich liebe den Sitz ja halt auch und wir haben noch einen großen Fan ja auch. Genau, okay. Und wer enthüllt den jetzt? Na, erstmal sprechen wir nochmal so ein bisschen über die Tatsachen. Ne? Also wir können nicht nur alles schönreden, weil da ist ja auch hier und da ein bisschen was an Schwierigkeiten aufgetreten, wenn wir über die Podium sprechen. Also Yves, ich bin zwar hier im Ruhrgebiet, aber ich wollte so ehrlich heute gar nicht sein. Doch, weil genau da stehen nämlich eure Fans und eure Käufer und die wollen auch mal Tacheles hören. Okay, also. Alle, denen wir letztes Jahr und schon auch vorher die Podium angekündigt haben und präsentiert haben in Carbon, wir sind damals von der Nachfrage so sehr überrascht worden, überwältigt worden. Wir haben einen so riesen Auftragsbestand von der Podium Carbonfaser, dass wir da die Bestellung ja aussetzen mussten für circa die letzten 6-8 Monate, und weil wir einfach nicht liefern konnten. Das ist natürlich nicht gut. Wir haben daran gearbeitet.
Und jetzt laufen wir mit der Podium Carbon hoch. Und wir können jetzt ab, wann nehmen wir wieder Bestellung an? Ab Februar, Januar, Februar, Januar nehmen wir wieder Bestellung an. Jetzt arbeiten wir den riesen Backlog, den wir haben, an Podiumaufträgen ab. Und dann könnt ihr die Carbonfaser wieder haben. Und hier ist jetzt das Schwestermodell. Genau, und ich würde mal sagen, wer darf, JP, weil er ja so ein Riesenfan ist von der, du bist ja ein Riesenfan von der Podium, gell? Von der ersten Sekunde an. Und was meinst du, was wir auch für einen Druck da in die Kiste reinbringen manchmal? Das glaube ich. Als Beispiel, wir waren so heiß drauf, dass wir aus einem anderen Projekt den Sitz rausgenommen haben, Auto wieder zurückgerüstet haben, um dann in den R8 das so umzubauen. Und dann haben wir da wieder modifiziert. Also für mich ist Podium der stärkste Sitz, seitdem es Sportsitze gibt. Punkt. Ist eine klare Aussage, oder? Und ich will es gar nicht entschuldigen, aber wir alle sind ja heute, also diese Messe heute, das ist ja für uns so ein bisschen Wiederauferstehung. Ich sehe keinen hier oder ganz wenige noch mit Maske rumlaufen. Ihr müsst sie jedenfalls nicht tragen. Wer möchte, aus Vorsicht kann das tun natürlich. Aber das ist ja so Wiederauferstehung nach Corona. Wir haben jetzt 3 Jahre Corona fast hinter uns und das hat uns auch nicht unberührt gelassen. Also die Auswirkungen da mit Shutdowns und wir mussten ja unsere Leute nach Hause schicken, weil die durften ja in der Fertigung nicht zusammenarbeiten und genauso auch in der Schalenfertigung. Und dann kommt hinzu die globalen Lieferketten. Ihr könnt ja alle mal versuchen, jetzt ein paar Teile aus China zu bestellen. Ob er sie bekommt, wird sich dann zeigen, ne? Weil das ist einfach unvorhersehbar, wann die mal wieder einen Lockdown machen und irgendwelche starken Corona-Regeln auf uns auferlegen. Und das hat uns sehr wehgetan. Aber jetzt, das Thema haben wir gelöst. Genau, und da steht dann extra für Jean-Pierre die 2 jetzt auch dran. Ne? Ich bin schon frech, nein. Aber für dich, glaube ich, ist auch ein ganz großer Genuss. Unsere zweite Weltpremiere am heutigen Tag. Und da passt es auch gut, dass nämlich dieses Modell neben der Podium CF steht. Denn hier, lieber Oli, enthüllen wir. Los geht's, Jean-Pierre. Ein Podium in Glasfaser. Sieht letztendlich genauso geil aus. Ne? Ist schwarz glänzend lackiert und wiegt ein bisschen mehr als die Podium Carbonfaser, ist dafür aber auch 1.500 Euro günstig. Oh, plus für jemanden, der wirklich Farben und Kombinationen mag. Die Möglichkeiten, die jetzt mit diesem Sitz entstehen, sind so unglaublich. Also du kannst ein Design in dein Auto reinbringen, was es vorher so nicht gab, weil einfach die Lackfläche jetzt sichtbar ist von vorne. Und du kannst dadurch jetzt sehr viel spielen. Du kannst das Thema schwarz-weiß machen, wie wir es zum Beispiel da haben. Du kannst aber auch Wagenfarbe aufgreifen, dann die Pads wieder einzeln machen. Du kannst die Nähte einzeln machen. Und da sehe ich einfach einen weiteren Schritt, der wirklich dort reingekommen ist in das ganze Thema, der mit funktional, also der Funktion bringt, Gewicht bringt, Sicherheit bringt und alles in einem. Und das ist ein Schritt, der so ein bisschen fehlt. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ich merke deinen Kopf gut schon. Ich war bei den Jungs. Wie lange saß ich an diesem Rechner da dran? Ja, ewig. Und du hast ja, also Jean-Pierre hat ja sogar dann in der Werkstatt eigene Sitzteile, Stoffteile, Lederteile zugeschnitten. Das war echt cool. Aber ich glaube auch ein sehr entscheidender Faktor, weil Preis heutzutage, man muss ja auch ein bisschen aufs Geld achten. Und ich meine, du hast gesagt, 1500 Euro, ist die günstiger? Ist die günstiger, tatsächlich. Fängt bei 1950 Euro an und ist damit dann 1500 Euro günstiger. Und was ich eben auch noch sage, also Jean-Pierre, hier glaube ich, kenne ich immer deine Lieblingsfarbe. Es wandelt sich gerade noch. Also ich will nichts verraten, aber da sind Ideen schon im Raum. Okay, gut, wir verraten nichts. Wir verraten nur noch, dass es am Sommer auch die beiden Podium mit Seitenairbag geben wird. Und damit der erste und einzige Sitz weltweit, Rennschale mit Seitenairbag. Und die... Wo wird der dann sitzen? Ich frag dich ja. Ach so, ja, also wir machen bei diesem Sitz... hat er den Ball zum Reifen gewechselt, alle? Also bei diesem Sitz ist folgendes Prinzip wichtig. Wir machen hier Technik sichtbar. Wir wollen die extrem schlanke Rückenform beibehalten und trotzdem einen Airbag dran machen. Deswegen wird hier Technik sichtbar gemacht und der wird außen in einem zusätzlichen Gehäuse angebracht. Je nachdem, auf welcher Seite der sitzt, nach immer außen. Und was ich noch sagen muss, ist eigentlich schon bekannt, aber das ist auch der erste und einzige Sitz weltweit, den ihr auf der Rennstrecke fahren dürft,
und auf der Straße, weil er vereint beide Zulassungen unter sich. Das ist genau wie ja vorher auch die Podium. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, vielleicht auch mein Timo, für dich so ein Faktor, man kann beides. Genau, da komme ich ins Spiel, weil da kann man wirklich nicht auf der Straße fahren, sondern es gibt ja auch Rennserien oder Klassen, gerade auf der Nordschleife auch, wo man mit einem Straßenfahrzeug auch in der Competition mitfahren kann. Und hier gibt es einen Vierstempel drauf, das heißt, man kann den Sitz auch im Rennsport nutzen. Und wenn ich jetzt schon sehe, die Abstützung, ich habe vorher drin gesessen, das sind genau die Punkte, die man auch braucht, wenn man in die Kurve fährt, dass man eben nicht im Sitz rumfällt und sich am Lenkrad festkrallen muss, wie du vorher erwähnt hast, sondern man hat hier ein sicheres, effektives Sitzen auch, wo man in die Competition mit reingehen kann auf die Rennstrecke. Und das finde ich ganz klasse. Da würde ich gerne, Yves, schlagen zu dem Auto hinter dir dann, der K3R. Weil das Besondere an dem Auto, erstmal, das vereint Timos Lieblingsmarke und diverse andere Punkte. Viele Geschichte unter sich. Und das Wichtige daran ist, das Auto hat eine Straßenzulassung. Ne? Also die haben es geschafft, wirklich mit diesem Leitwerk und diesen Veränderungen an der Karosserie, die Basis ist 997, da eine Straßenzulassung für zu bekommen. Und deswegen braucht ihr die Podium. Fahrt ihr auf eigener Achse zur Rennstrecke. Also dann muss man, was schafft man sich zuerst an? Erst die Podium und dann das Auto? Also wird das Weihnachtsgeschenk aber schon hier, ne? Ja gut, also vor allen Dingen immer zwei Sitze kaufen, bitte, weil der Lebenspartner, die Lebenspartnerin muss ja entsprechend gleich behandelt werden. Das Schöne ist auch, wir haben nicht nur das Auto jetzt hier von Crema Racing, weil wir haben auch noch zwei Mitarbeiter, mit einem sind wir da, wir haben aber zwei, genau. Die zwei, also wenn ihr Fragen habt, auch ein bisschen was gerade auch über die Historie und so. Ich meine, wenn man sich das Auto anschaut, dann muss man auch dann gleich, ne, an die Sportwagenmeisterschaft, Rennsportmeisterschaft und das alles denken und so weiter. Viel Geschichte, die da drin steckt, und die Jungs, die haben natürlich auch viele Infos für euch. Also seid ihr herzlich da eingeladen, auch noch da ein bisschen nachzufragen. Noch ganz kurz für den einen oder anderen, der bestellen möchte. Ich glaube, ab Februar ist es möglich. Genau, bei zertifizierten Händlern, ne? Bei zertifizierten Händlern, genau. Und jetzt, also irgendwie komme ich immer wieder auf weitere Besonderheiten. Ich weiß gar nicht, wie weit ich die hier ausführen darf. Also was es hier auch noch gibt, ist ein Hologramm am Sitz außen hier. Und zwar, der identifiziert den Sitz, das Hologramm identifiziert den Sitz als original Recaro-Sitz. Den könnt ihr registrieren. Ihr bekommt dafür ein Jahr längere Gewährleistung. Oder Garantie wahrscheinlich der richtige Begriff. Und das Produkt ist damit authentifiziert. Ihr seid als Owner registriert, ihr seid Teil des Recaro Owners Club und habt die Sicherheit, dass ihr ein Originalprodukt habt. Weil du hast es gerade eben ja auch schon mal erwähnt, euch ist ja ganz wichtig, die Sicherheit steht im Vordergrund, weil es gibt halt leider auch auf der Welt unechte Recaro-Produkte. Ich meine, manchmal ist es ein Kompliment irgendwo auch, ne? Aber ich glaube, euch ist gerade jetzt mit diesem Hologramm, weil es einfach um die Sicherheit eines Fahrers oder Beifahrers geht. Ist genau ein wichtiger Punkt. Also du sprachst es an. Theoretisch könnte eine Kopie ein Kompliment sein. Aber ich rate euch davon ab. Investiert euer Geld lieber in irgendwas anderes als in einen Fake-Recaro-Sitz. Kauft lieber ein Original, weil die Sicherheit ist in der Tat das entscheidende Kriterium hier. Wenn der nämlich zusammenklappt, wenn ihr einen Crashfall habt, dann hilft nichts, dass er so ausgesehen hat wie das Original, sondern es sollte das Original sein. Denn auch dieser Sitz hält diesen Schutzverladungstest. Und deswegen dürft ihr den auf der Straße fahren, sogar im Viersitzer fahren und habt die volle Sicherheit dahinter. Der Uli packt aber heute auch einen drauf. Und noch ein Feature und noch ein Ding. Dann packen wir jetzt aber mal eins drauf. So apropos Schutzmaßnahmen. Also mir brennt es schon so ein bisschen auf der Zunge, Philipp. Also bei Timo hätte ich es jetzt ja schon eher verstanden, wenn er hier fett im Rennoverall mit den passenden Schuhen und Handschuhen, also eigentlich nur noch Helm und die Balaklava fehlen. Du bist schon übermäßig jetzt geschützt hier. Nein, also die Geschichte dahinter ist folgende. Ich habe vorletztes Jahr einfach das Auto von meiner Frau genommen und habe das angefangen für die Rennstrecke umzubauen. Ein Abarth 500, eigentlich das schlechteste, dümmste Auto, was man so für eine Rennstrecke kriegen kann. Ist jetzt aber relativ schnell geworden. Man kann ja klein anfangen. So, genau. Ist jetzt aber relativ schnell geworden. Und jetzt hatte ich dann irgendwann so den Gedankengang, man könnte da ja auch mal irgendwelche Rennserien teilnehmen. Und deswegen habe ich mich immer kontaktiert und habe mal gefragt, ob es von Recaro eigentlich auch Rennoverall gibt. So, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber heute kann ich halt verkündigen, das ist hier One of One. Der allererste, oder?
Genau, der Adler war der Erste. Deswegen passt der auch so gut. Stark, Mann. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Müssen wir gleich alle ausziehen. Den dürfen wir nachher dann ungewaschen versteigern. Das heißt, ab nächstem Jahr gibt es diesen Renault-Recaro in Kombination, also in Kooperation mit Stadt 21, zu erwerben. Ne? Super. Genau, und deswegen, da sammeln wir gerne eure Resonanz ein. Wenn ihr Spaß an so Sachen habt, lasst euch registrieren, lasst euch vormerken. Und ich muss noch ein Highlight kurz zeigen. Siehst du, was das ist? Sitz. Genau, das ist Kontrollraumsitz, ich fand das voll geil. Das hast du auch auf dem Overall. Genau. Das ist ja absolut. Nee, aber man muss schon genauer hingucken, dass man es dann erkennt und dann finde ich es eigentlich von der Idee her echt cool. Pro Racer. Das zeichnet einen Teil unserer Merchandising-Kollektion aus. Und dies ist ja tatsächlich ein Professional Equipment hier. Das ist ja ein richtiger Renovable, also der ist auch tatsächlich zugelassen von der FIA. Und wir zeigen auch all diesen Race-Linie, die eher so schwarz-rot gehalten ist, zeigen wir die Pro Racer in der Silhouette. Da könnte, genau, dein Blick, der kann. Timo, bist du schon ein bisschen neidisch, ne? Jetzt gibt's den Overall, wo du eigentlich retired und nicht mehr Profi unterwegs bist. Ja, kleine Rennen fahre ich einfach noch, aber egal welches Rennen, in welchem Rennen du teilnimmst, du bist auf jeden Fall im Fahrerlager mit einem Kleidung hinterlassen, ein Top-Gestyle sein, das will man schon sagen. Auch wenn er verliert, oder? Das will ich, so weit will ich nicht gehen, aber einfach das Outfit passt. Also du merkst, selbst Timo ist ziemlich neidisch auf deinen Overall, also da bist du ganz weit vorne. Er ist auf jeden Fall warm. Schon, aber ja, ich habe heute auch die falsche Jacke gewählt. Irgendwie war es letztes Jahr hier kühler drin. Ich weiß, aber wir haben natürlich auch viele Zuschauer. Das heizt uns noch mal ein bisschen auf. Eins noch mal ganz kurz, Uli, weil du gerade den Blick auch nach oben gewendet hast, nämlich wo du auch mit den Silhouetten schon gerade das Ganze angesprochen hast, weil es gibt ja immer ganz viele Fans, die auch Bock haben auf Merchandising, auf coole Klamotten, Taschen. Da habt ihr auch wieder was im Gepäck und ein paar einige Highlights auch wieder neu. Wir haben das ja letztes Jahr schon gelauncht, da war aber das Spektrum noch nicht so breit, wie es dieses Jahr ist. Es gibt die drei Designlinien, Dynamic, Race und Classic. Dynamic zeigt die Podium in der Silhouette, Race, wie gesagt, die Pro Racer und Classic, das zeigt dann Elemente aus dem Classic-Sitz, der LX ist da als Silhouette abgebildet und die Classic-Sitze haben wir hier auch aufgebaut. Also da haben wir massiv ausgebaut, da haben wir richtig tolle Sachen, auch richtig guter Qualität im Angebot und da laden wir euch ein, euch da möglichst viel Geld auszugeben und Geld in Essen zu lassen, ist immer eine gute Idee, bei Recaro noch viel besser. Es gibt ja wahrscheinlich auch wieder so ein paar Messe-Specials und so weiter. Ansonsten, wer sich hier noch nicht entscheidet, natürlich unbedingt auf recaro-automotive.com. Das ist der offizielle Shop, dann da auf der Seite ein bisschen Werbung machen, dass man nicht auf einer falschen Seite oder so landet. Ja, achtet darauf, Recaro Automotive. Die anderen Produkte, die ihr unter Recaro findet, sind auch original. Aber wenn ihr genau diese haben wollt, müsst ihr bei Recaro Automotive schauen. Und wie das schon angesprochen, es gibt Messe-Specials. Es gibt zum Beispiel zur Pole Position den passenden Adapter dazu. Und es gibt teilweise Merchandising-Gutschein beim Kauf von Sitzen. Also die könnt ihr dann im Online-Shop einlösen. Da gibt es einiges, was das heute noch mal mehr attraktiver macht. Und Philipp, ich glaube, du hast dich ja nicht nur darum gekümmert, dass du richtig cool aussiehst. Vor allem, fährst du dieses nächstes Jahr dann auch tatsächlich irgendwie irgendwo? Ja, noch darf ich nicht fahren. Man braucht ja gewisse Lizenzen und Permits und so weiter. Hast du noch nicht? Nee, noch bin ich ja ein jungfräulicher Rennfahrer. Okay, deswegen. Das wird noch ein weiter Weg. Das wird noch, aber gut. Immerhin das Auto fährt schon mal ein bisschen. Tipps kannst du dir holen immer. Also wenn es einer kann, dann der Team. Vielleicht will er einfach gleich fahren. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Zusammen. Ja, genau. Oh, das ist aber... Timo, der Philipp das Auto. Der Philipp muss doch zuerst fragen, ob er das Auto von seiner Frau überhaupt bekommt. Aber, Uli, siehst du, jetzt wird der Uli frech. Merkst du aber, der kommt jetzt so richtig in Schwung. Der Rupert kommt durch. Ah, ja, sehr gut. Fühlt sich hier zu Hause. Philipp, aber eins noch, weil wir haben hier noch zwei ganz besondere Exemplare. Eins darf ich auch mal nach vorne ein bisschen rollen. Damit man da nämlich auch nochmal was enthüllen kann, genau vor einem Jahr wurde ja der Drehstuhl hier veröffentlicht, oder hinten steht er. Genau. So, und jetzt ein Jahr später gibt es tatsächlich zwei neue Modelle davon, beziehungsweise zwei neue Designs, passend zu dem Krämer Porsche K2 und K3. Die können wir uns jetzt angucken. Oder? Ja, mach mal. Wer hilft dir? Jean-Pierre oder Timo vielleicht? Genau. Enthüllen wir doch mal diese beiden Schmuckstückchen. Genau, ich nehme das ab. So, also gerade der hier im Büro. Vorhin setze ich mal drauf. Ich sitze da jetzt seit einem Jahr auf dem Lokal, der mich besuchen konnte. Alle sagen, Alter, ist das Ding okay.
Das ist echt gut. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich top. Also ja, dazu... Die Farbkombination ist genau richtig. Ja, genau. Das, die spielt ja, also ist, wenn ihr die Farbkombination, wenn ihr ein bisschen drauf achtet, erkennt ihr die ja hier vielleicht auf dem Stand auch wieder. Also das ist der K3R zeigt da Delivery von K2 und vom K3, die vor vielen Jahren berühmte Rennen gewonnen haben. Und zwar diese grüne Seite, so eher die Weiland-Seite und die orangene Jägermeister-Seite. Das Auto kombiniert beide aufeinander und bei den Drehstühlen hier haben wir eben das separat gehalten. Und damit könnt ihr ganz prima könnt ihr im Büro arbeiten. Oder im Arbeitsplatz, also Homeoffice auch. Das ist ein original Autositz, oder? Das ist sehr wichtig, dass tatsächlich sind das alles original Autositze und das macht sie eben auch so speziell und so bequem. Da könnt ihr euch letztendlich auch, es gibt auch den Sportstar als Drehstuhl, den Sport 10 noch nicht, aber es gibt noch und dann hier auch den Classic 3 gibt es auch als Drehstühle. Und da seid ihr gut aufgehoben und könnt ihr stundenlang gebietungsfrei sitzen. Ist das irgendwie eine limitierte Serie, Uli, oder wie ist das? Nein, also bei diesen beiden gibt es halt auch jetzt im Moment noch nicht zu kaufen. Das ist eins dieser, das sind zwei dieser Produkte, bei denen wir gerne die Nachfrage abtanken möchten. Und wir haben auch Vertreter von Krämer hier, der Christian und Kai sind da. Und da könnt ihr auch eure Begeisterung dafür auch gerne hinterlassen. Und dann werden wir die zeitnah launchen. Ich glaube, das ist so auch ein bisschen entscheidend. Da wollen wir einfach von euch auch wissen, wie cool findet ihr die jetzt einfach? Kommt es bei euch an? Macht es Sinn, das einfach dann jetzt auch mal in eine Serie rauszubringen? Das ist genauso ja auch wie mit der Kooperation jetzt mit Stand 21. Einfach, da will man einfach euer Feedback auch haben. Ne? Wie findet ihr das? Und ich glaube, das ist auch mal eine gute Möglichkeit, auch so diesen Austausch dann mit den Fans in Verbindung mit dem Produkt, dass man da das einfach direkt connectet, oder? Ich meine, du bist ja voll ausgestattet schon, also im Vergleich zu mir oder Timo. Wir haben noch, ne? Also ich habe den tatsächlich auch... Timo hat sein Hemd ausgepackt, was ja auch schon ein paar Jährchen alt ist. Aber das ist ja, ich habe zur Feier des Tages. Natürlich. Ich habe ja letztes Jahr den Stuhl Hammerhart nach der Präsentation direkt mitgenommen und zum Stand geschoben. Ja, der stand dann 10 Tage lang bei uns auf dem Container oben und dann hat gegriffen und mit in der Firma. So macht man das. JP, ich glaube, du... Deswegen, ich bin ja mal weg. Na, der bringt sich schon in Position. Der will schon anpünschen. Also ich kann euch sagen, wenn ihr die Jungs einladet, dann nachher ist eure Company leer. Also ich glaube, wir haben jetzt, wenn ich mal auf meine Uhr gucke, Mensch, wir haben 45 Minuten hier fast gequatscht, so viele, also zwei Weltpremieren hier gehabt, ganz tolle neue Features, einfach auch, wo wir euer Feedback haben möchten, da seid ihr echt herzlich eingeladen, kommt jetzt hier gleich auf den Stand, setzt euch rein, wenn ihr Fragen habt, ganz viele von unseren tollen Mitarbeitern, die sind alle hier, Timo ist noch hier, Uli sowieso, du machst wahrscheinlich ein bisschen mehr noch hier von der Messe, Philipp und JP, ich meine, ihr habt natürlich auch noch einen eigenen Messeauftritt. Welche Halle seid ihr nochmal? Wir sind in der Halle 6. Halle 6? Also ihr seid... Ja, okay. Also jeder seinen eigenen natürlich. Insofern seid ihr ja auch busy auf dieser Messe. Also außer Frage, das ist mein 5., 6. Termin heute schon und ich habe noch 4 weitere. Okay, also wenn jetzt jemand noch ganz schnell mit dir ein Selfie will, der muss dir quasi hinterherrennen. Wahrscheinlich geht es dir auch so. Philipp, du schmeißt dich jetzt erstmal raus aus den Klamotten und dann gucken wir mal, wer den dann gleich abgreifen kann, diesen wunderschönen Overall. Den nehme ich natürlich genauso wie er. Ach so, er sitzt aber auch wirklich, also der sitzt aber auch wirklich spackt. Wenn es kälter hier wäre, dann würde ich mich anlassen. Das ist ein bisschen schweiß hier, oder? Also schon. Also er ist auf jeden Fall warm. Aber so ist es nachher im Rennauto auch. Ich meine, so klar hat man da vermeintlich hier und da mal Klimaanlagen, aber da kann es dann auch schon ein bisschen Saunatemperatur werden. Ne? Also muss ich schon mal drauf einstellen. Kommt auch noch die feuerfeste Unterwäsche, die hast du noch nicht an. Ne? Da hast du noch geschummelt. Da gibt es ja noch die schöne Hose, die Socken und die Balaklava auf dem Kopf. Also. Üben jetzt unterm Weihnachtsbaum dann schon mal fürs nächste Jahr, aber ich glaube, es ist richtig toll, dass wir einfach die Jungs, natürlich Uli mit all den Informationen, die er rausgehauen hat, hier, was es Neues gibt bei Recaro Automotive und was wir auch schon gelernt haben. Toll, dass ihr einfach bei uns seid und immer wieder Spaß habt, hier auch unseren Fans so ein bisschen was aus eurer Erfahrung mitzubringen. Ich finde es richtig toll. Toll, dass ihr bei uns seid. Ich glaube, ihr habt jetzt mal einen richtig fetten Applaus, oder? Schon wieder Krämer, Philipp Hess, Timo Bernhard, Uli Severin. Ich fühle mich ja hier so wohl in diesem Rennfahrer-Talk. Das ist einfach fantastisch. Schön, dass ihr da seid. Und Yves,
Vielen Dank an dich. Also wie immer perfekt. Sehr gerne. Außer, dass ich total überzogen habe, aber jetzt dürfen dann die anderen auch wieder BMWM, die haben extra die Musik runtergedreht, haben drüben am Nürburgring, da geht es wahrscheinlich auch vielleicht irgendwann mal los. Also ich sage auch Dankeschön, dass ich immer wieder hier sein darf. Und eins auch noch, ich bin es ja nicht so mit den Titeln. Ne? Also hier, Homidiana Dosa, gut klar, dich kenne ich, aber Marketing- und Kommunikationsleiterin von Recaro. Dieses Jahr habe ich es dann hoffentlich richtig gesagt. Also die hat jetzt auch alle Informationen, vor allem auch für unsere Pressevertreter. Wenn ihr da was benötigt und haben möchtet, einfach zu lieben Romy gehen, die versorgt euch da und jetzt seid ihr natürlich eingeladen. Hier die Tänzatoren, die gehen weg. Tschüss, sage ich auch an unsere Livestreams zu Hause. Toll, dass ihr uns zugeschaut habt. Habt ein bisschen was hoffentlich an Infos mitgenommen, auch ein bisschen Spaß hier an den Geschichten gehabt, die uns die Jungs erzählt haben. Also jetzt Stand ist offen. Herzlich willkommen hier bei uns. Habt viel Spaß und vielleicht das ein oder andere für den Weihnachtsbaum kann man ja schon mal bestellen. Danke euch.